Das Eisstadion ist in Moosburg ein ganz heißes Eis. Ganz klar, Freizeiteinrichtung größter Beliebtheit. Allerdings mit dem bisherigen Standort geht es nicht weiter. Die Technik ist veraltet, gefährdet sogar die Umwelt. Folge: ein neues Stadion. Den meisten wäre der bisherige Standort am liebsten. Klar, er ist zentral gelegen, allerdings der Untergrund ist keinesfalls geeignet. Natürlich ist mit der entsprechenden Technik auch hier möglich, ein modernes Stadion entstehen zu lassen. Aber der Bau würde teurer. Extra Geld, das letztlich der Bürger, also wir alle, bezahlen müssen. Der Weg nach Degan Point ist weit. Trotzdem, der Eissportverein Moosburg favorisiert gerade diesen Standort. Denn auch die Vorteile liegen klar auf der Hand. Kein Nachbar, der sich beschweren könnte. Und für auswärtige Mannschaften ist Degan Point leicht zu finden. Aber wollen wir wirklich alle Freizeiteinrichtungen vor die Tore der Stadt verbannen? Ich denke, das ist keine gute Lösung. Eine Stadt muss leben. Allerdings gibt es noch einen Punkt. Degan Point ist für einen Investor natürlich sehr interessant. Und wer zahlt, bestimmt natürlich auch mit über den Standort. Eigentlich hat Moosburg ja schon so etwas wie ein kleines Sportzentrum. In der Bonau. Hier ist nicht nur Real Bonau, sondern auch das Schwimmbad zu Hause. Es gibt einen Basketballplatz, der Skaterpark erfreut sich großer Beliebtheit. Hier könnte sich ein Eisstadion prima einpassen. Klar gibt es auch hier ein Problem, Lärm. Aber die Anwohner sind dann doch ein Stückchen weiter entfernt. Und wenn ich mir mal den Lärmpegel eines typischen Samstagnachmittags im Schwimmbad ins Gedächtnis rufe und den mit dem vergleiche, was bei einem Eishockeyspiel zu erwarten ist oder beim Publikumslauf, dann denke ich, macht das fast gar nichts aus.